Kolleginnen und Kollegen, heute wollen wir uns Fachzeitschriften vorstellen. Und zwar haben wir uns entschieden für drei, die es derzeit auf dem deutschen Markt gibt. Und das ist zum einen die Ergo Science, eine ganz wichtige Zeitschrift, finde ich, weil das eine Zeitschrift ist, die mittlerweile seit 10 Jahren die Akademisierung sehr stark unterstützt. Aber das ist genau das Problem mit dieser Zeitschrift. Es gibt viele Publikationen, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Studienergebnisse, die aufbereitet sind für Kolleginnen und Kollegen, die im akademischen Prozess sich befinden. Ist das eine tolle Möglichkeit nachzuschlagen. Für den Praktiker ist die eher ungeeignet, weil es auch eine sehr, sehr breite Streuung von Themen gibt. Vorrang zur Recherche in Bibliotheken. Für den Praktiker eher nicht geeignet. Wir haben aus dem Thieme Verlag die Ergo Praxis, ein optisches Highlight unter den Zeitschriften. Wir haben, so wie die Zeitschrift sich selber sieht, als Ergo Praxis und Ergotherapie für Alltagskönner, haben wir in jeder Zeitschrift Themen, moderne Themen, die heruntergebrochen werden auf den praktischen Alltag. Also das ist eine Zeitschrift, wo die Ideen, die hier publiziert werden, sofort umgesetzt werden können. Themen zur Berufspolitik zu aktuellen. Wir haben Buchbesprechungen, es gibt juristischen Rat und es gibt sogar eine Kolumne. Die dritte im Bunde, die wir vorstellen, ist die Ergotherapie und Rehabilitation. Erscheint im Schulz-Kirchner Verlag. Viele behaupten, das ist die Verbandszeitschrift vom DVE. Sicherlich, die arbeiten zusammen, aber man kann diese Zeitschrift auch alleine, ohne DVE-Mitglied zu sein, kann man die abonnieren. Lohnt sich. Hier haben wir auch einen super bunten Mix aus Berufspolitik. Wir haben wissenschaftliche Themen, Studienergebnisse. Wir haben auch einzelne Artikel zu praktischen Umsetzungen von Studienergebnissen. Wir haben auch Buchbesprechungen dabei. Auch eine wesentliche Zeitschrift auf dem deutschen Markt. Dann gibt es noch als vierte Zeitschrift die Praxis-Ergotherapie, erscheint im Verlag Modernes Lernen. Die habe ich nicht vor Ort. Wer aber von euch die kennt und mag was darüber berichten, kann entweder hier im Kommentarbereich oder da im Kommentarbereich was dazu schreiben. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, lest mehr.